Verbindung zu den griechischen Inseln. Auch die anderen öffentlichen Verkehrsmittel liegen ganz oder stundenweise brach. Der Autoverkehr in Athen, zumal bei diesem Wetter, ist noch katastrophaler als sonst. Die Streiks richten sich gegen ein neues Sparpaket in Milliardenhöhe, das die Regierung am Abend durchs Parlament bringen will. Es sieht eine Lockerung des Kündigungsschutzes, Einfrieren von Gehältern im öffentlichen Dienst und vor allem erneute Rentenkürzungen im Jahr 2019 vor. Das bedeutet die völlige Verelendung. Die Freibeträge bei der Steuer sollen herabgesetzt werden. Bei einer dann insgesamt um 40% gekürzten Rente, dann bleibt uns nichts mehr. Nach Dutzenden gestrichener Flüge auch Leere im Athener Flughafen. Trotzdem trifft man auch auf Verständnis. Haben wir schon Verständnis für den Streik, so wie mit den Leuten umgegangen wird, was die an Geld verdienen. Damit kann man dieses Leben nicht finanzieren. Auch Vertreter von Polizei, Zoll, Küstenwache und Grenzschutz gesellen sich zu den Demonstranten und drohen. Die öffentliche Ordnung, Sicherheit und gesellschaftlicher Friede werden kaum aufrechtzuerhalten sein mit verarmten und unterprivilegierten Polizeibeamten. All das steht in Griechenland jetzt auf dem Spiel. Und die Frage ist, wird das umstrittene Reformpaket Griechenland überhaupt weiterbringen? Das sind rein buchhalterische Maßnahmen. Es ist zweifelhaft, ob sie dazu führen, die gesetzten Ziele zu erreichen. Denn alles deutet darauf hin, dass die Kapazität der griechischen Bürger und Unternehmen, Steuern zu zahlen, allmählich erschöpft ist. Es gibt nur ein Mittel, massive Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen und zu einer realen und nachhaltigen Entwicklung im Land führen. In den meisten Krankenhäusern, vor allem aber auch in den Schulen, herrscht weitgehend normaler Betrieb, was für eine eher geringe Streikbeteiligung spricht. Eine ganze Reihe von Schulen arbeitet tatsächlich normal. Das griechische Volk ist an einem Punkt der Verelendung angekommen, an dem es nicht einmal mehr dem Aufruf zum Streik folgt. Viele sind dem Aufruf der Gewerkschaften nicht gefolgt, aus Sympathie mit der linken Regierung oder Müdigkeit und Zweifeln, die Reformen überhaupt aufhalten zu können. Ja, und die Arbeitslosigkeit, die liegt noch immer bei 23%.